Ja, hallo mein Lieben und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Adventskalender-Auslosung. Ja, heute habe ich in diesem Adventskalender Türchen Nummer 1 bis Türchen Nummer 5, denn ich mache das halt jetzt so, dass ich in jedem Video immer 5 Türchen zeige, einfach um das halt ein bisschen übersichtlicher zu machen für euch und fangen wir einfach mal an. Ich muss halt, um dass ich das auslosen kann, mich ausloggen, ist halt deshalb so, weil ich das dann übersichtlich habe, zeige ich euch auch gleich warum. So, dann gehe ich jetzt nochmal auf meinem Kanal. Zack, okay. So, dann brauche ich random.org. Wichtig, um das halt auszulosen. Und als zweites brauche ich auch meine super duper. Ups, das war das Falsche. Da. So. Okay. Da haben wir jetzt alles, wie gesagt, ich habe das schon mal ein bisschen vorgetragen. Auf jeden Fall Tür 1 bis Tür 5. Und dann schreibe ich immer die YouTube-Namen dahinter. Okay, fangen wir jetzt einfach mal an mit Türchen Nummer 1. So, jetzt zeige ich euch auch gleich, warum ich ausgeloggt habe. Und zwar, tata, ich denke mal, ihr seht das schon. Und zwar habe ich das alte YouTube-Design. Ja, das habe ich aber so eingestellt, dass ich das halt beim Ausloggen habe, das alte YouTube-Design. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir haben hier 191 Kommentare. So, random.org, Minimum 1 bis 191. Okay, das ist natürlich sehr simpel. Ja, die Nummer 9 hat das gewonnen. Und zwar, muss ich mal gucken, das Worms-T-Shirt in Größe M. Dann schauen wir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Gepolat 98. Mit ich möchte es gewinnen, weil ich Worms liebe. Das Spiel macht echt richtig Spaß. Bin suchtig geworden, daher würde ich es gerne gewinnen. So, ja, damit hast du dieses T-Shirt gewonnen. Ich kopiere jetzt direkt mal deinen YouTube-Kanal hinter den Strich hier bei dem Worms-T-Shirt. So, damit haben wir schon den ersten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir auch direkt weiter. Im Übrigen, an alle Gewinner, ihr müsst mir eine Nachricht schreiben, das ist ganz wichtig. Ihr habt bis Ende 2012, also bis zum 31.12.2012, habt ihr Zeit, mir sozusagen eine Nachricht zu schicken mit eurer Postanschrift. Wie das halt bei Xbox-Spielen ist mit USK 18-Titel, erzähle ich euch dann das später noch. So, jetzt haben wir den bunten PlayStation 3-Controller. Hier haben wir 269 Kommentare. So, 200, ups, falsch rum. War das jetzt richtig? Ja, 269 Kommentare. Generate 102. Okay, da können wir ja schon mal ein bisschen schön vorklicken, ja. So, jetzt sind wir auch schon bei der 100. Also gleich mal dazu, und zwar sind halt immer 10 Kommentare pro Seite. So, wir waren jetzt bei der 102. Okay, 1, 2, also LP Street 1 hat diesen Controller gewonnen. Ja, mit einem Kommentar, der mir jetzt nicht wirklich gefällt, aber ups, kann man nicht ändern. Meine Fresse, ey, was ist denn jetzt los hier? Nochmal zurück auf die 102. So, da. LP Street 1 hat gewonnen mit Hi, ich bin's. Ich schau mal eben kurz, ob er dann... Nee, hier hat er nicht nochmal gepostet. Passt also. Okay. Damit hat der PlayStation 3 Controller LP Street 1 bekommen. Herzlichen Glückwunsch. So, dann geht's auch schon weiter. Und zwar mit den Steam... Also mit Steam-Spielen im Wert von 10 Euro. Das heißt, der Gewinner von den Steam-Spielen kann sich bei Steam im Wert von 10 Euro Steam-Spiele aussuchen. Den werde ich die dann rüberschicken. Und 173 Kommentare sind's. Da seht ihr es auch schon. Und dann würde ich mal sagen, generieren wir hier nochmal neu. 65. So, da gehen wir mal hier hin. So, 65. 1, 2, 3, 4, 5. Hi, ich würde gerne gewinnen, weil die Spiele richtig fett sind. Ich weiß zwar nicht, von welchen Spielen er redet, aber ist egal. René Boss hat, die Steam-Spiele im Wert von 10 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
So, jetzt geht's weiter mit den Golf-Avatar-Outfits. Dafür müssen wir jetzt einfach mal Türchen Nummer 4 anklicken. So, 94 Kommentare wurden hier geschrieben. Generieren wir wieder hier neu. Und es ist die Nummer 39. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dieser Kommentar wurde entfernt, den nehme ich auch jetzt mal die... Achso, da kann ich ja nicht, haha, ich bin nicht eingeloggt. Ja, da müssen wir halt direkt nochmal neu generieren. Die Nummer 33. Auf der richtigen Seite ist immer schon mal 1, 2, 3. Lauren Kunst hat das männliche Avatar-Outfit gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, männlich. Und jetzt machen wir noch das weibliche. Dafür generiere ich einfach nochmal neu. Und es kommt die 53 draus. So, 1, 2, 3. Ist leider das männliche. Jetzt muss ich mal eben das anders machen. Das, soweit wie ich das sehe, nur männlich. Auch kein Problem. Da generieren wir einfach jetzt nochmal neu. Die 73. 1, 2, 3. Hat leider nicht reingeschrieben, was er möchte, denn es steht direkt in der Videobeschreibung. Und welches, also und ob ihr männlich oder weiblich, daher zählt dieser Kommentar leider nicht, es tut mir leid. Es steht eindeutig drin, dass ihr angeben müsst, ob männlich oder weiblich. Jetzt gucke ich mal eben, ob einer auf dieser Seite weiblich haben möchte. Männlich. Und hier steht gar nichts dabei. Okay, so, dann machen wir jetzt einfach neu generieren. 74 auf der 70, sind wir schon auf der Seite. 39. So. Männlich. Weiblich, da haben wir einen weiblichen. Der Rest ist alles nur männlich. Okay, passt. So, Luca V95, okay. Klingt nach einer männlichen Person, allerdings möchte... Oh, was mache ich denn jetzt? Allerdings möchte diese Person halt das weibliche Avatar-Outfit haben, ist aber auch kein Problem. Wie gesagt, Luca V95 hat das weibliche Avatar-Kostüm gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt gehen die ganzen Autogrammkarten raus. Zweimal Gronkh, zweimal Sacharzar. Und zwar im Adventskalender Türchen Nummer 5. So, Türchen Nummer 5 hat 186 Aufrufe. Kommentare, tut mir leid. So, und die Nummer 22. Wie gesagt, wir fangen mit Gronkh an. Die Nummer 22, ich würde gerne das Autogramm von Gronkh haben, denn ich finde, er ist einfach von seiner Art, die man in den Videos so mitbekommt, einfach nur super cool und alles ein schönes Weihnachtsfest. Ja, super cool. Lothanox hat ein Gronkh-Avatar-Autogramm. Gronkh-Avatar-Autogramm, was laber ich, Alter? Ja, guckt mal auf die Uhrzeit, 0.11 Uhr, ich bin hundemüde. Und das merkt man, Lothanox, Autogramm von Gronkh. So, weiter geht's. Noch ein Gronkh-Autogramm. Die Nummer 24. Ja, da bleiben wir ja direkt hier. 1, 2, 3, 4. Ich hätte gern die von Gronkh, weil ich ihn einfach super finde mit seinen Let's Plays. Okay. Aero Engine Master 07 hat gewonnen. Ein Gronkh-Autogramm. Herzlichen Glückwunsch. Ups, was mache ich hier unten? So. Zack. Okay, und jetzt geht's weiter mit Sacharzar. Dafür generieren wir einfach mal neu. 185, genau, so, da. Wieso ist denn hier hinten? Das verstehe ich jetzt nicht. 186, aber 19 Seiten. Das verstehe ich jetzt nicht. Will ich bloß mal ganz kurz gucken. Komische Sache, weil 90, 100, 110, also 111, 111, 110, 120, 130. Los, rück raus hier. 140, 150, 170. Keine Ahnung, warum da 19 Seiten sind. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die 185, also 180 ist ja hier oben, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, ey, scheiße, ah, Mano,
Ey, Video stoppen, direkt erstmal stoppen hier. Bin ich bei der 5? Ja, bin ich. So, das ist natürlich komisch, aber ja, kann ich auch nichts machen. 185. So, das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte gerne das Autogramm von Gronkh. Ja, tut mir leider leid, da hast du dann nicht gewonnen. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich jemanden aus dieser Seite aussuche, der ein Sarazar-Autogramm möchte. Er möchte von Sarazar oder Gronkh, das heißt Nummer 1. Hier ist Gronkh, 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 Gronkh. Ja, damit haben wir auch schon den ersten Gewinner. Ich hätte jetzt zwischen den mehreren Gewinnern ausgelost, aber möchte keiner ein Sarazar-Autogramm haben. Daher an Andreas, was geht sie das an? Hat ein, na, ich hab's hier mit Copy und Paste, so. Hat ein Sarazar-Autogramm gewonnen, denn er hat beides angekreuzt, was er möchte. Also, dass ihm das egal ist, sagen wir es mal so rum. So, und jetzt geht es um noch ein Sarazar-Autogramm. 131. So. Ja, tut mir leid. Möchte ein Autogramm haben von Gronkh. So, daher gucken wir jetzt direkt mal. Autogramm Gronkh, Gronkh, Gronkh. Sarazar Nummer 1, 2. Er hat nicht gesagt, von wem er möchte. Okay, dann machen wir jetzt zwischen den zwei Leuten hier. Machen wir jetzt mal generieren von 1 und 2. Die Nummer 1. Da haben wir hier der Kurti Nummer 1. Also Kurti 1. Na ey, hallo. So, Kurti 1 hat gewonnen. Ein Sarazar-Autogramm. Herzlichen Glückwunsch. So, ja, an alle Gewinner. Ich werde alle Gewinner und die jeweiligen Türchen auch nochmal in die Videobeschreibung reinsetzen. Und ich bitte, wie gesagt, alle Teilnehmer, ja, mir eine private Nachricht zu schreiben mit Anschrift und halt als Titel, ich habe gewonnen, mit eurer Anschrift und so weiter und so fort. Ich werde das alles auch nochmal in die Videobeschreibung reinsetzen. Nicht, dass dann einige ja, sich vermehren und halt irgendwas vergessen. Ihr habt bis zum 31.12. Zeit, euch bei mir zu melden. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.